Willkommen, ihr Lieben, zu einer zweiten Folge. Ja, heute kam doch noch was und ich möchte das Ganze natürlich auch heute gerne noch zusammentragen. Deswegen kommt das Video einfach mal ein bisschen später, aber ich habe in letzter Zeit sowieso so wenig Videos gemacht, dass mir das eigentlich ganz gut passt. Und mein Sohn hat mir gesagt, dass es wo einen neuen Sneak Peek gibt mit Rathaus 14. Und ihr seht das Rathaus hier schon rechts im Design. Also ich muss gestehen, es ist schick, es ist sehr, sehr schick. Und wir werden es uns aber gleich auch mal angucken, denn Hintergrund ist, ich habe zwar keinen Entwicklungsaccount, aber wir bekommen jetzt schon auch in meinem Status immer so kleinere Sachen zur Verfügung gestellt, wo wir so ein bisschen Content mit kreieren können und können dann dazu was sagen. Aber angekündigt ist es auch im deutschen und im englischen Client. Bei dem oberen hier kommt ihr natürlich auf ein Video von Supercell, und Rathaus 14 ist auf dem Weg. Das ist das ganze Schriftliche. Also erstmal ganz schön viel und eigentlich tatsächlich nichts Neues. Aber wir gehen mal so ein bisschen im Detail rein. Ich versuche das mal so ein bisschen überzuschneiden hier. Und wir sehen hier auf jeden Fall die neuen Buildings, also neue Gebäudelevel. Also Gebäude ist so, ist auch Verteidigung. Also der Tesla auf Level 13 kommt mit dazu. Und nebenan sieht man dann auch noch den alten, und man sieht dann halt einmal den neueren Tesla. Wir haben neue Bomben, die haben sich aber, glaube ich, seit einem gewissen Level nicht mehr grafisch, glaube ich, verändert. Und ihr seht auch die neuen Mauern, also es gibt 25 Mauern mit dazu, und die fangen natürlich leidigerweise bei 1 an, aber ist nicht so schlimm. Kanonen gehen auf Level 20, als wenn die nicht gerade auf Level 19 gegangen sind, Leute. Es ist wirklich krank. Ich habe jetzt die Tage ein paar Dörfer besucht, da gehen die immer noch auf 19. Und wer sie jetzt noch nicht ab hat, der kann sich freuen. Die gehen noch ein Level hoch. Und auch die Scattershots gehen ein Level hoch. Also ihr seht dort links unten den noch auf 2, diesen bläulichen. Und jetzt wird er so ein bisschen grünlich. Okay, also neue Farbe hier im Dorf bei Clash of Clans. Genauso wie den Bombenturm. Also alle Gebäude werden jetzt natürlich haben, irgendwie kriegen so einen kleinen grünen goldenen Touch. Und finde ich gar nicht mal so schlecht. Bombentower Level 9. Auf jeden Fall leveln. Ich habe es mal einmal vergessen bei einem meiner Updates, und dementsprechend war ich natürlich da so ein bisschen lost. Clan Castle geht auch auf Level 10. Das Neue ist, glaube ich, dass man jetzt drei Zauber spenden kann. Also zwei groß, einen kleinen oder drei kleine. Und geht also ein bisschen mehr rein. Neue Bauer Level 15. 25 Stück. Nee, da weiß ich nicht, wie viele darauf gehen. Gibt es jetzt 25 neue Mauerlevel? Mauern? Können wir gleich nochmal reingucken. Clan Castle, ja, Level 10. Und natürlich der Adler auf Level 5. Must have, würde ich sagen, gleich zu Anfang das Ding. Und sieht aber vom Design her auch, ja, ich finde eigentlich das Design wieder sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat sich nicht verändert, ne? Okay, Inferno-Turm. Also ich meinte jetzt eigentlich das Labor, aber das kommt wahrscheinlich gleich noch. Inferno-Turm geht auf Level 8 hoch und hat auch Number of Targets jetzt nicht mehr 5 im Multi, sondern 6 Stück. Also das ist auch nochmal so eine kleine Änderung, die auch bei den Änderungen ja benannt wurde. Und dementsprechend auch sicherlich beachtet werden darf. Das Labor geht auf Level 12. Das wird jetzt gerade geupdatet. Okay, oh, gegammt. Alles klar. Auch vom, ja, ich glaube, das hat sich aber so gut wie gar nicht verändert. Aber ihr seht schon, es gibt oder es wird neue Truppenlevel geben, aber gehe ich gleich mal drauf ein. Und was geht da alles tatsächlich hoch und was geht tatsächlich nicht hoch? Also Upgrade Level 10, die Barbaren, es gehen hoch die Mauerbrecher, es gehen hoch die Heiler, es geht hoch die Babydrachen, ich glaube die Archer gehen auch hoch zu Anfang, der Klonzauber geht hoch, ein Level, und der Giftzauber geht hoch und die dunklen Truppen auch auf 10, die Minions und die Valkyren. Der Eisgolem macht auch einen Sprung nach oben und die Belagerungsmaschinen bleiben erstmal so. Okay, na, mal sehen, ob da noch was geht, aber geht natürlich einiges an Truppeneier. Da sind auch die Archer dabei und dementsprechend gibt es natürlich zu den kleinen Truppen auch die
Super Truppen, auch die gehen jetzt natürlich an der Stelle hoch. Das heißt, das Ding braucht man nicht ausbauen, das ist ganz cool, sondern man muss nur die Truppen, man muss sie nicht mal leveln, sondern die leveln dann natürlich automatisch, wenn ihr die entsprechende Einheit in eurem normalen Labor gelevelt habt und dann sind die natürlich auch auf dem Level, wo ihr sie dann hier aus der, ja, aus diesem Fass, aus dieser Fasssauna, hätte ich fast gesagt, sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Fasssauna, rausholen könnt. Und also Super Archer geht auch ein Level dann dementsprechend hoch. Also viele Truppen bekommen jetzt zweistellige Levelanzahl und das ist natürlich schon krass, wie lange die dann dementsprechend immer so dauern und die Werte auch für die Bauzeiten der ganzen Gebäude, die sind noch nicht, glaube ich, habe ich noch nicht so gelesen, ob das jetzt alles wieder runtergebrochen wird in so endlosen Tabellen, damit sich das wieder so ein bisschen anpasst. Aber erstmal nicht. Und das macht aber auch nichts. Schön die Mauerbrecher hier. Und natürlich der Inferno-Drachen, weil der Baby-Drachen auch hochgeht. Auf Level 9 dann dementsprechend. Und sehr, sehr schick, habe ich ja kaum benutzt. Aber jetzt gerade abgedatet. Der Super-Minion geht natürlich hoch auf die entsprechende Stufe halt. Ne, der Baby-Drachen bleibt ja auf 7. Ne? Ja, der bleibt ja auf 7. Ne, der geht auf 8. So ist es gewesen. Die Minions gehen auf 10, also zweistellig. Und die Walküre müssen noch eine einstellige Zahl haben. Also das bleibt in jedem Fall so, wie es ist. Und die anderen beiden Truppen, Superhexe und der Eishund, die werden nicht angefasst. Also auch hier geht es ein Level hoch für die Superwalküre. Na, vielleicht wird sie denn jetzt doch mal etwas öfter benutzt in der Offensive. In der Defensive habt ihr ja gesehen, beim letzten Spielchen bei der Herausforderung kann man die durchaus nehmen. Okay, was haben wir noch neu? Wir haben natürlich noch neue Truppenlevel. Die haben wir aber eigentlich schon gehabt gerade. Und das brauche ich euch dann nicht nachzukauen. Da gab es jetzt noch ein extra Video zu, aber ich habe es jetzt ja eigentlich schon erklärt. Es gibt neue Heldenlevel. 5 Level gehen die drei, ich nenne sie mal Haupthelden hoch. Also der König, die Bogenschützenkönigin und auch der Warden macht einen Sprung auf Level 55. Der Royal Champion geht aber auch einen hoch, beziehungsweise also einmal 5 hoch, in meinen 5er Schritten auf Level 30, also es gibt reichlich zu tun, Leute, reichlich Hämmer, reichlich Dunkles zu farmen. In jedem Fall hält man damit die Max-Spieler erstmal wieder an der Stange, es sei denn, man gibt ein paar Gems aus. Da werde ich übrigens eine Umfrage starten, wie viel Gems denn ich mal in dieses Update hier reinschmeiße. Denn ich habe, glaube ich, im letzten Update kaum Gems ausgegeben. Und das will ich aber diesmal, ich glaube, von den 30.000, die ich jetzt habe, da können wir ruhig mal 10.000 oder so in den Sack hauen. Bin ich noch ganz offen, wie gesagt, ich werde da irgendwo mal so eine Umfrage machen, wie viel ich denn mal ausgeben soll. Ich weiß, da blutet mir ganz hart mein Herz, aber ich glaube, das muss jetzt mal sein, einfach bei Rathaus Level 14, dass ich auch mal mehr als ein Gem zum Spenden ausgebe und nicht nur das ganze Zeug immer horte. Und wir haben natürlich noch ein Rathaus 14 Video, beziehungsweise es kam ja ein kleines Rathaus 14 Video dazu. Und Change Szenerie, das ist natürlich gleich geblieben, dass man die Szenerie tauschen könnte. Und das Rathaus 14 hat jetzt natürlich zwar die gleiche Verteidigung on top, aber die Verteidigung ist jetzt ein bisschen anders, ist natürlich wieder ein Gigatesla, der noch mächtiger geworden ist. Und beim Zerstören des Rathauses wird Gift freigelegt. Ja, so muss ich das mal benennen, wird Gift freigelegt. Und die Truppen, die dann am Rathaus sind und das Rathaus gerade erledigt haben, egal welche, ob Bodentruppen oder nicht, werden dann sterben, werden wir aber gleich nochmal sehen. Es gibt hier neue Level, beziehungsweise jeweils eine Luftmine, eine suchende Luftmine, eine Bodenfalle und eine Bombe und eine Riesenbombe mit dazu. Also so ähnlich wie bei Rathaus 13, nur ganz kleine Sachen, die es dazu gibt. Was Neues habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Ja, die Mauern sehen aber schick aus, ne? Die sehen extrem schick aus. Ein bisschen kleiner, ne? Ein bisschen tiefer. Mauer ist nicht mehr so hoch, seht ihr das? Die Mauer ist nicht mehr so hoch und kostet schlappe 7 Millionen. Okay. Geht ja noch Schnäppchen. Zumindest jetzt in der Hammer-Jam-Session ist das Ganze ein Schnapper. Und wir haben natürlich noch ein zweites Video zur Verfügung gestellt bekommen, finde ich auch übrigens sehr, sehr gut. Danke nochmal auch da an Supercell, dass auch wir, die ja jetzt eigentlich nicht so einen Entwicklungsaccount haben, hier daran teilhaben dürfen. Und der Giga Inferno geht auch wieder auf Level 5, also den muss man dann wieder leveln, auch wenn er jetzt eigentlich schon 5 ist, muss man ihn einmal 5 Level hoch leveln und hat dann dementsprechend die härteste Ausbaustufe, okay, ab und zu muss ich mein Gerät auch mal wieder berühren. Dauert 14 Tage, okay, das Rathaus selber dauert übrigens 20 Tage, 20 Tage zum Upgraden und das ist natürlich schon krank, keine Frage, 20 Tage, fast 3 Wochen, habe ich ja heute Morgen noch drüber gewitzelt, dass es fast 3 Wochen dauert und hier seht ihr einmal, wenn ein Rathaus 14 anfordert. Also dort gehen jetzt 3 Zauber hinten rein. Also die Clanburg fast nach wie vor 45 Truppen. Und es gehen jetzt aber 3 Zauber unten rein. Also ein großer und 2 kleine. Ich wundere mich jetzt nur, dass das nicht voll gemacht wurde hier. Oder aber man kann es nicht voll machen, weil man, glaube ich, nur 2 Zauber ja spenden kann. Das heißt, du musst immer einen dritten dabei haben, der dir dann dabei kurz mal hilft und ja, hier kann man mal sehen, wie der Gigatesla, beziehungsweise nicht der Gigatesla, sondern überhaupt der neue Inferno-Turm funktioniert, also einfach nur ein Strahl mehr und jetzt sehen wir aber auch mal den Gigatesla, also an, das Rathaus muss wieder angehittet werden und dann kommen dort auch die Strahlen raus und jetzt geht das Rathaus kaputt und da seht ihr den Slow und den Gift-Effekt. Der rafft Drachen jetzt nicht ganz hin, oder? Müssen wir mal gerade drauf achten. Aber die Drachen gehen nach wie vor nicht drauf. Also die gingen jetzt nur drauf, weil das Gebäude natürlich kaputt ging. Okay, ich bin wirklich mal gespannt. Also wenn ihr natürlich die News hier nachlesen wollt, das ist viel. Das wollte ich hier jetzt mal so nicht abkauen, sondern aber da seht ihr, das 20 Tage gibt noch so ein kleines grafisches Problem hier. Da passt die Tabelle schon nicht mehr rein. Ich weiß nicht, ob sie das auch nochmal fixen. Ist ja nur so ein kleiner Designfehler. Aber ihr seht, was hier an Kapazität reingeht und die Verbesserungskosten auch 16 Millionen oder ein Hammer. Dann kann man sich das Ganze sparen. Er hat immer noch einen Gigaturm und schaltet halt frei 25 neue Mauerstücke oder wären das jetzt 25 neue Mauerstücke? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder kann man 25 Stück erstmal auf Level 15 machen? Oder kann man gleich alle auf 15 machen? Das erging mir nämlich hier raus heute nicht. Und beziehungsweise ich habe es, glaube ich, gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Es gibt so ein bisschen schon kleinere Balanceänderungen. Das ist noch nicht Quality of Service oder Quality of Life. So nennt Supercell das ja immer, denn da kommt auf jeden Fall noch was im Frühlingsupdate. Und zwar, das kommt am Donnerstag, den 8. April. Da kommt das mit der Lebensqualität, der Verbesserung der Lebensqualität. Finde ich auch ganz gut, dass sie genau sagen, Leute, am Donnerstag kommt wieder was. Und ich werde auch sicherlich mal wieder meinen Schmelz zu abgeben. Und aber so im Großen und Ganzen hat man, glaube ich, jetzt nichts anderes erwartet. Klar, Rathaus geht hoch, alles andere dazu wird in etwa angepasst. Und zwar diesmal ziemlich viel. Zwischen 12 und 13, beziehungsweise bei Rathaus 13 kam natürlich noch drauf, dass dort die Kanonen und die Bogenschützentürme 2 Level zwischendurch gemacht haben. Die, wie gesagt, jetzt noch dabei sind am Bauen, ja, die können sich jetzt auf neue Level freuen. Dass da nochmal einer nachkommt und die Anzahl der maximalen Zauberspenden wurde für Clans Level 4 höher um 1 erhöht. Also kann man jetzt schon ab Clan Level 4 2 Zauberspenden bzw. einen großen Zauberspenden. Finde ich auch ganz gut, dass man da dann nicht 3 oder 4 mal anfordern muss, denn Clan Level 4 hat ja auch noch nicht so eine harte Zeitreduzierung wie ein Clan Level 10. Die Trefferpunkte der Superriesen wurden 200 reduziert.
Skandal. Ich würde sagen, das ist der größte Skandal hier. Aber alles andere lassen wir sicherlich auf uns zukommen. Ich hoffe, das Sneak-Gebrabbel hier von mir hat euch ganz gut gefallen. Also habe hier und da mal vor allen Dingen meine Meinung dazu eingetaucht, was ich die letzten Male bei den Rathäusern, glaube ich, nicht so in der Form gemacht habe. Und dann würde ich sagen, schneide ich das Ganze jetzt für euch zusammen und wünsche euch noch eine angenehme Restwoche. Bis dahin, Leute, euer Toto. Clashed.